Vlog. Ja, gerade waren wir noch hin zum Beste umweinen und jetzt fängt auch schon das neue Video wieder an. So, da waren wir stehen geblieben bei den Kipper. Den machen wir nur im Sauber. Und dann holen wir den Mischsteuer. So, den haben wir sauber. Den bringen wir weg. Und dann kommen wir mit dem Mischsteuer wieder.
So, der letzte Mais. Den habe ich nicht mehr, was auf dem Halm steht. Die Tacke hängt schief und dann geht mein Turm auch in die Richtung, wo der Tacke hinhängt. Weil er ja hier keinen Schneckenantrieb hat. Und muss ich immer so ein bisschen gegensteuern. Das habe ich immer erst beim Nachbarn sitzen. Das wollen wir nicht. Der 3-3 und ihn wieder ein bisschen verspurt. Also sehr sportlich am Graben gelegt, damit geht nicht so schnell. Das muss ganz lang rein.
da vorne ist ein Graben. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich will nächstes Jahr dran denken, nicht so dicht dran hier zu sehen. Oder den Mais dran zu legen. Habe ich auch genau direkt auf der Schlotskante gelegt. Aber noch sind wir oben drauf. Dann wieder wohl so bleiben. So, und dann kommen die letzten Metern. Maisernte für 22 beendet. Das war's. Genau ein Monat war ich hier am Frischmais füttern. Die ganze Fläche, da waren über ein knapp, ja, etwas über ein Hektar, ein bisschen mehr, habe ich nur für den Frischmais füttern benutzt. Genau. Das haben sie nur auch weg. Der Kollege hat sehr gut mitgemacht. Dieses Jahr haben wir ungefähr 6-7 Hektar mit den Oldtimer oder jungen Timer-Hexen mit dazu, vielleicht sogar 8 Hektar. Haben wir dieses Jahr mit den kleinen hier geerntet und das ohne Panne. Da kann man auch sehr zufrieden sein. So, dann wollen wir nach Hause und dann wollen wir ein bisschen Futter mischen. So, und dann kann der Wagen ab und dann kann hier Siloplane drauf, dann bringen wir nächsten Tag noch einen Siloplane weg und dann kann der Wagen dann wieder zurückgebaut werden. Die Hektoschorten können runter und dann die mittleren Aufsätze können runter. Machen wir wieder so den normalen Kipper haben. Genau. Häcksler kann sauber, den brauchen wir nicht mehr. Und Nachbarin, die kann wieder aus dem Fenster gucken. Die kann wieder den anderen Nachbarn Hallo sagen. Oder Moin. Genau. So, und da drüben, da sind wir am Missfahren. Oder mein Vater ist da am Missfahren. Da hat auch eine kleine Beschäftigung. So, gucken, ob jemand kommt. Nein. Dann können wir weiter. Ist gleich, würde ich sagen. Oder später. Kippen wir nochmal zusammen den letzten Wagen ab. Dann haben wir dann vollständig. Also der erste und zweite Schnitt, den haben wir vor ein paar Tagen aufgemacht. Der dritte vom letzten Jahr, der ist auf. Herklappe. Und dann ist er wieder der Stecker vorne raus. Ab und zu hat er. Ach ja. Kupplung ist nicht mehr die allerbeste. Ach ja. So, und noch einmal. Ganz langsam. Heckklappe und Kasten, die gehen automatisch dann hoch. Und noch ein bisschen weiter ranfahren. Klack. Zacki. Und da ist die Kiste. So. Und runter. So, das ist der Haufen, was der Unternehmer bei uns gehäckselt hat, was ihr im letzten Vlog gesehen habt.
Das ist der Haufen. Ah, mein Scheibe auf mir. Das ist der Haufen, bis so ungefähr der Buckel da. Das ist dann, was wir zuletzt gehäckselt haben, die 4 Hektar. Dahinter, wo es so runter geht, das ist der, unser dritter Schnitt vom diesen Jahr. Ja. Da vorne ist ja, weil der Case Mammut da ja gehäckselt hat, da gehen wir nur als erstes bei. Füttern das da weg. Und dann hier soll da noch der 5. Schnitt hin. Ja, hier kriegen wir auch noch den 5. Wollen wir dabei kommen? Wissen wir noch nicht. Wir wollen erstmal sehen, ob wir den Mist wegkriegen. Der Arion, der geht morgen zum Schlieken und dreht den Maisstein um. Beziehungsweise die Maisstoppeln. Dann ist die Fläche dann auch erledigt soweit. Dann kann der Forst durch, wann er will. Jo. So, nun machen wir den Kipper ab. Tun erst Futter mischen, dann kommt der Häcksler sauber. Brauchen wir nicht mehr. Und dann hier, wenn das alles soweit ist, dann hier kommt der Arion vom Flug. Und dann wollen wir mal ein bisschen flügen. Heute nicht mehr, aber dann vielleicht morgen oder übermorgen. Wir werden sehen. Aber erstmal gehen wir am Futter mischen. So, der Tag ist auf. Wir haben nur 7:30. Ich habe den Häcksler sauber, ich habe ihn eingehüllt. Der steht nur für ein paar Monate erstmal wieder in der Maschinenhalle hinten in der Ecke. Jo, da habe ich mir noch am Stall den Mulcher angebaut vorne und habe noch bei den 3 Flächen, was wir hier hatten, noch eben die Kanten gemulcht. Kann man hier noch so ein bisschen sehen. Ja, ist dunkel. So, das habe ich nur auffertig, nur kann der Mulcher wieder ab. Und dann kann der Flug dran. Aber vorher gehen wir hier noch mit dem Hochdruckreiniger rum, da der Mais im Abkommen. Und dann kommt der Flug dran und dann gehen wir erstmal eine Runde flügen. Aber heute nicht mehr. Morgen. So, Mulcher hat super gelaufen. Da habe ich ja die neuen Karren draufgeschmissen. Das läuft wieder top. Das sollte halt mal wieder für ein paar Jahre reichen. Gut. So, jetzt fahren wir wieder nach Hause und dann machen wir Feierabend. Kurz nach 7:30 abends. Und dann hier geht am Morgen weiter. Heute doch noch eine Menge geschafft. Dann muss ich eigentlich auch schon für morgen dran gewesen, aber das habe ich auch tatsächlich heute noch geschafft. So, und da hinten seht ihr das dicke fette Spiegelei da oben, der Mond. Was ein Kaliber. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt, aber durch die Kamera sieht das immer alles ganz anders aus als in der Realität. Aber naja, so, wir sehen uns morgen wieder und dann denke ich mal, dass wir dann am Flügen sind. Oder Mist fahren. Ich kann sehen, was mein Vater will. Ob er lieber flügen will oder weiter Mist fahren. Das sehen wir morgen. Bis dann erstmal. Jo, ich bringe ihn für meinen Nachbar ein. Will mal sein. Das ist mein dritter Schnitt.
Normalerweise schwattert da den Unternehmer, aber der hat sein Schwader kaputt. Und er hat auch einen seltenen Anblick. Ein Grünroder hier. Noch nie gesehen bei uns. Noch nicht mal nicht, wie hier passieren läuft. Ich weiß nicht, ob das Ding da vorne ist. Ein Dreiachser, Selbstfahrer. Mit der ehemaligen AW-Gebäude verschwunden. Hier für Moment mit dem Handy, ich habe meine Kamera zu Hause gelassen. Oder vergessen oder was, aber man kennt das ja am Schwader, Auroton. Da gibt es schon Filme genug von. Drin. Ich habe gar nicht gesehen, dass da was drin ist, ne? Sind sauber noch. So, dann drehen wir uns hier im Motor, unseren Hund. Und dann sehen wir uns später wieder. So, ich stehe hier auch bereit zum Saubermachen. Hab hier heute Vormittag noch Siloplane weggebracht. Jo, Kono kann das ganze Kram sauber und dann kann der Wagen weggestellt werden. Der bleibt auch so zusammengebaut, weil wir ihn quasi erst theoretisch auch erst nächstes Jahr wieder zum Getreidefahren brauchen. Okay, dann ist er fertig. So wie es aussieht, brauchen wir keine Grabenerde fahren. Die Flächen wo nur der Bagger lang war, ist nur auf Nachbarsseite. Wir sind nächstes Jahr wieder dran zum Baggererde fahren. Also kann der Wagen so stehen bleiben. Und wenn, dann habe ich hier noch meinen kleinen Mängele. Da können wir auch nur fast was mit ein bisschen Erde fahren. So, jetzt kämpfen wir uns auch noch ein bisschen mit der Zwischenfrucht. Den Misthaufen haben wir auch so weit fast weg. Bloß der Mischstreuer, der ist im Arsch. Der ist hinüber. Wir wissen noch nicht, ob wir ihn retten können. Wir versuchen das jedenfalls nochmal. Und müssen dann sehen, ob wir das wieder hinkriegen, dass er wieder läuft. Und warum ist er so? Wir haben ihn verloren. Oder mein Vater hat ihn verloren. Drüben beim Nachbarn ist er gegen einen Baum geknallt. Ja. Da haben wir den 6L vor. Ihn hatte ich ja mit zum Schwadern. Gucken. Da war der Wagen ja kaputt. Wegen dem Vorschub da hinten. Das ist ja so ein Ratschending. So, und der hat also rüber geratscht und dann haben wir da also ein bisschen mit Flex und Schubscheibe ein bisschen wieder das hinbekommen, dass der wieder lief und dann lief er auch und dann hat er wieder versagt und dann hatten wir den 611 davor, weil ich mit denen ja am Schwadern war, beim Nachbarn. So, und beim Umhaken ist wohl der Bolz nicht irgendwie reingekommen oder was, hat er es erst gehalten und also, ja. Beim Rücktour, wo der Wagen nicht mehr gelaufen hat, kann man hier sehen. So weit hat er ihn leer bekommen. Da hinten ging das nicht mehr. So, und dann hat er wohl negativ Stützlast gehabt. Der Bolzen vom Automatikzugmaul war wohl nicht eingerastet oder was. Und ist dann mit hier hochgewippt und ist der Bolzen dann rausgeflogen oder nach oben gegangen. Und der Wagen hat sich dann selbstständig gemacht. Und hier sieht man das. Hier sieht man noch ein Stück vom Baum. Da ein bisschen Rinde. Aber er ist nur in Flitzbogen. So, aber wir wollen nur eben versuchen, wo den nächsten Tag eben, das schaut ihm weg. Da kann man ja im Stall hier machen. Hier der Hebel lösen, andere Seite, die Muttern lösen.
Und dann kann man den ganzen Schrott wegnehmen. Hier einen Saal rum. Hinten vielleicht zwei Treckern dran oder was. Zum Gegenhalten. Und vorne, denke ich mal, mit dem dicken Arion, weil der hat ja mehr Kraft. Und das, durch das stufenlose Getriebe kann man feinfühlig dann hier fahren. Denn, ne, dann wollen wir hier Seil und dann eben sehen, dass wir das eben wieder nach vorne kriegen. Und gucken, müsste theoretisch eigentlich funktionieren. Ja, so ist das all, ne? Kommt immer wieder was. So, und das Flügen hat auch nicht funktioniert, weil der Mist aufgeschoben hat. Ja, dann haben wir, mein Vater mit der Scheibenegge los gewesen. Er hat die Maisflächen mit dem Mist dann mit der Scheibenegge bearbeitet. Und das hat auch gut funktioniert. So, nun kommt gleich der Fluch wieder ab. Und dann kommt da die Drillkombination hinter. Und dann geht mein Vater nachher hin und macht den Roggen im Mais. Dass wir da weiterkommen und ich mache den Wagen sauber, dass der Mais runterkommt. Da fängt noch irgendjemand auch an zu rosten und fressen und dann hat man da nichts von. So der Plan für heute Nachmittag. Jo. Dann gehen wir erstmal bei und bauen den Flur ab, Drillkombi dran und füllen den Drillmaschine mit den Roggen. Da ist ein bisschen Gerste mit drin, da wir unseren eigenen Getreide dazu nehmen. Ja, was wir selber haben, brauchen wir nicht kaufen, ne? Genau, und dann hier sehen wir weiter. Da kann man gut sehen, dass er da verstopft ist. Ja, aber wo stelle ich momentan den Fluch hin? Reinstellen kann ich ihn auch nicht, weil der Kipper rein muss. Und ja, wir werden den Bäumen nehmen lassen. Draußen, am liebsten würde ich ihn hier draußen stehen lassen, aber dann fängt die Schale wieder an zu rosten. Ist auch nicht so gut. Aber wir gucken mal eben, wo wir den packen. Kriegen, dass uns die Mais stoppeln und den Mist, den wir da zum Teil dahin gefahren haben, dass das hier durch die Drillmaschine dann aufschiebt und dass wir dann einen Haufen drin haben. Von daher machen wir das mit der, Düngersteuer und kratzen das dann mit der Kreisläge ein. Das ist mein Vater nur bei. Macht die erste Fläche schon fertig. Ich lade schon mal auf für die nächste Fläche. Jo, und dann sehen wir gleich, wenn wir das eben auseinanderbringen. Ungefähr 300 Kilo Hektar streuen wir dann aus. Wir streuen wir dicker, weil da ja noch Gerste mit zwischen ist. Die wird dann wohl, wenn wir einen guten Winter kriegen, verfrieren. Und der Roggen, der wächst dann weiter, ne? Von daher streuen wir dann was dicker.
So lassen wir das erstmal. So muss ich wieder so ein Frontgewicht vorne packen. Dann kann ich besser mit halbe Steuer fahren und hier dann nochmal nachladen. Aber eigentlich müsste das nur für die restlichen Flächen halten. Gut, dann sehen wir uns dann gleich auf dem Feld wieder. So, die Fläche haben wir nur alles mit. Dann haben wir so weit geflügt bis ungefähr hier. Aber das lief gar nicht, weil er, wie ich schon sagte, weil der Mist all aufgeschoben hat. Das war nichts. Und den Rest haben wir dann mit der Scheinmärke dann hier gemacht. Obwohl wir nun schon gut einiges an Regen hatten, kann man noch gut fahren. Darum habe ich auch keine Zwillingsräder dran. Das braucht er nicht. Ich fahre mit hier M4. Da habe ich ungefähr zwischen 10 und 11 Kilometer. Genau. So. Da machen wir das dann hier fertig. Und dann noch eine Fläche und dann haben wir es auch schon. Hier kann man alles schon was sehen. Das kann wachsen. Mein Vater ist da ja mit der Kreisleiter nur unterwegs. Hier kommt man schießen dann hierher. Und hier liegen die ganzen Körner. Gerste, Roggen, alles durcheinander. Gucken. Da wird dann ja schnell grün werden. Ein bisschen habe ich noch drin. Dann mache ich noch die andere Fläche. Können wir mal reingucken, wie viel da noch ist.
Ja. Können wir noch ein bisschen von da hierher verteilen. Und dann reicht das noch für die andere Fläche und dann mähe ich das auch los. So, dann werde ich da eben reinklettern und dann ein bisschen verteilen hier. Ach ja. So, mal wieder hier raufkraxeln. So, dann wollen wir den Rest verteilen. Und dann haben wir das auch schon wieder. Also das haben wir wieder richtig, ja, schönes Wetter, es war nicht warm, ich denke mal so, was haben wir, 10, 11 Grad, aber sonst kann man hier schön sehen, schönes trockenes Wetter und ich sag ja, hier kannst du gut fahren. Gut, so, da wollen wir die Reste verteilen und dann hier. Kann er doch schon wieder ab und dann hat er auch bis zum nächsten Frühjahr Winterpause. Jo. So, ich war ja nur hierbei, habe mir die Vorderwand hier weg, ausgebaut. Seitenwand habe ich ausgebaut. Da habe ich den Rest Mist abgezogen, was hier noch drauf war. Das liegt nur da vorne. So, nun kann man hier schön sehen, da er da einen weggekriegt hat. Ist die Frage, was machen wir nun? Flext man das hier durch und da vorne und macht man dieses Stück neu? Oder man haut den ganzen Ding in der Tonne. Ich weiß es nicht, weil es ist nicht nur das hier, sondern auch, weiß ja, der Ratschenantrieb für den Kratzboden. Der ist auch nicht mehr der beste. Der müsste auch neu. Und hier kann man auch sehen, dass der Träger hier gerissen ist. Hier, und dann sieht man hier, und auf der anderen Seite sieht man auch noch Haarrisse. Also früher oder später wird das hier dann auch mal nachgeben. Wir sind ja Gott sei Dank erstmal durch mit Messfahren. Nun können wir uns ja über den Winter ja überlegen, was wir machen. Ne? Sonst läuft das Ding ja, ne? Vielleicht will ich einen von euch haben für schmalen Geld. Dann kann ich ihn gerne kriegen, bevor ich ihn ganz auseinander schlachte. Wenn jemand was basteln will, ich sag, der Träger müsste neu und neuen Klinkenratsche, und wenn das alles wieder tippitoppi ist, dann läuft er auch wieder dann, ne?
Eigentlich ist das zum Aufschlagen eigentlich noch viel zu schade. Aber nun ja. So, hier habe ich auch unsere Kollegen. Hier muss ich gleich noch ein Silo reinholen. Die waren gestern auf der Flucht. Die kamen aus dem Kerberstall, aber Gott sei Dank war die Tür zu. Die rannten da auf dem Futtergang rum. Aber das waren Gott sei Dank die Großen, die bei den Kleinen drin waren. Die habe ich dann hier gleich hiermit hergeholt. Genau. Und dann sind sie schon mal getrennt. Habe ich die Arbeit schon mal wenigstens weg hier. Ne? Ihr Lümmels. Ihr Lümmels hier. So. Und die bleiben hier, die haben jetzt Winterpause. Ne? Ja, lange Zunge hast du, ne? Lange Zunge. Du bist eine ganz Liebe, ne? Du bist eine ganz Liebe, ne? Ja, du bist eine ganz Liebe, ne? Du bist eine ganz Liebe. Du auch, ne? Ihr seid alle ganz lieb, ne? Ihr habt gar keinen Blödsinn gemacht auf der Weide, ne? Außer nur, ne? Eben durch den Heck springen. Aber naja, kommt auch mal vor. Und ist auch nicht schlimm. Türen waren ja Gott sei Dank zu, die Stahltüren. Somit konnten sie draußen nicht rumrennen und irgendwie auf die Silos rumklettern und so was. Gut, so, das war's nur zum diesem Video. Wie wir nun mit dem Mischsteuer weiterverfahren, das überlegen wir uns. Ihr seid mit dabei, wenn es was Neues gibt. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder dann, ne? Bis dann. Tschüss.